Er ist einer der geheimsten Pläne der DDR. Seit 1967 vom Ministerium für Staatssicherheit penibelst ausgearbeitet. Im Auftrag der SED-Führung erfasst er am Ende über 85.000 DDR-Bürger, um sie an einem Tag X festzunehmen, in Isolierungslager zu stecken und permanent zu überwachen. Es ist ein Plan von unheimlichem Ausmaß. Diese Planungsunterlagen wurden in der Direktive 167, erstellt vom Minister für Staatssicherheit, aufgefunden. Ziel war es, Oppositionelle in sogenannten Spannungsperioden und im Verteidigungsfall sofort zum Schweigen zu bringen. Er wird bis in den November 1989 perfektioniert. Dass er nie zur Anwendung kam, ist ein Wunder der Geschichte. In den heißen Tagen des Wendeherbstes werden die meisten Aufzeichnungen zu diesem Plan vernichtet. Man schätzt, dass nur ca. 5% der Dokumente erhalten geblieben sind. Das ist ein sogenannter Feuchtschredder. Mit diesen Geräten wurden im großen Stil Akten vernichtet. Und zwar so, dass am Ende quasi eine Papiermasse herauskam, auf der nichts mehr zu lesen war. Besonders dann eben im Herbst 89 haben diese Geräte natürlich eine Hochkonjunktur erlebt, weil mit im großen Stil Akten vernichtet werden sollten. Und dazu gehörte eben ausdrücklich der sogenannte Vorbeugekomplex, die Isolierungsmaßnahmen. Das zeigt, und das ist mir immer wieder deutlich geworden, dass sie eben genau gewusst haben, dass sie hier in ganz, ganz besonderer Form gegen jedwede Form von Recht und Gesetz verstoßen, ähnlich wie das bei der Postentelefonkontrolle der Fall war. Und sie eben auch wussten, dass sie das sehr diskreditieren würde, wenn es bekannt würde. Initialzündung für die Isolierungspläne ist der Volksaufstand vom 17. Juni 1953. Die DDR-Staatsführung reagiert völlig hilflos. Helmut Müller erlebt den 17. Juni 1953 als SED-Mitglied. Der 17. Juni hatte somit große Nachwirkungen, denn es wurde klar, man darf bei unserem Vorwärtsschreiten den Bogen nicht überspannen. Ich sage das deshalb, weil ich würde es Trauma nennen, vom 17. Juni uns bis zum Ende der DDR weiter verfolgte. Nur durch den Eingriff der Sowjetarmee kann der Aufstand niedergeschlagen werden. Das Versagen der Sicherheitsorgane bleibt im kollektiven Gedächtnis der DDR-Führung. Das war gewissermaßen der Startpunkt für alle Überlegungen, was machen wir eigentlich über die sozusagen normalen Verhaftungen hinaus, die ja die Staatssicherheit immer durchgeführt hat, wenn auf einmal Tausende oder Zehntausende von Demonstranten zum Beispiel auf die Straßen gehen, was machen wir eigentlich mit denen, um die unter Kontrolle zu bekommen? Um zukünftige Aufstände im Keim zu ersticken, legt die Stasi ein Kennziffernsystem an. Den sogenannten Vorbeugekomplex. Dabei wird in drei wesentliche Kategorien unterteilt. In der Gruppe KZ 4.1.1 sind Personen erfasst, die sofort verhaftet werden sollen. Es handelt sich dabei vor allem um führende Köpfe der Opposition. Unter KZ 4.1.3 sind diejenigen erfasst, die in Isolierungslager verbracht werden sollen. Es sind Menschen, denen eine verfestigte feindlich-negative Grundhaltung bescheinigt wird. Vorwiegend aus kirchlichen Kreisen sowie Umwelt- und Friedensgruppen. Aber auch ein hartnäckig gestellter Ausreiseantrag reicht aus, um hier erfasst zu werden. Unter 4.1.5 befinden sich 70.000 Personen, die verstärkt überwacht werden sollen. Sie gelten als politisch unzuverlässig.
Der Aufwand für die Erfassungen ist enorm und erfolgt unter strengster Geheimhaltung. Für die Durchführung ist das Ministerium für Staatssicherheit zuständig. Die letztendliche Befehlsgewalt aber liegt beim Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der DDR. Ab 1971 Erich Honecker. Der Nationale Verteidigungsrat ist ein im Verborgenen agierender Führungsstab für den Verteidigungszustand. Er tagt im Ministerium für Nationale Verteidigung in Strausberg bei Berlin. Im Gegensatz zu allen anderen offiziellen staatlichen Gremien der DDR, wo ja auch die Blockparteien und so weiter vertreten waren, war im Nationalen Verteidigungsrat waren ausschließlich SED-Mitglieder. Er war hochgeheim. Seine Zusammensetzung war bis 1989 unter strengster Geheimhaltung. Und der absolute Entscheider war sozusagen in verschiedenen Rollen mit verschiedenen Hüten auf der Generalsekretär, der aber eben in Personalunion gleichzeitig auch Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates war. Hier kommt der engste Führungskreis zusammen. SED-Funktionäre aus den Bezirken, dem Politbüro, dem Zentralkomitee sowie aus dem Militär. Der Verteidigungsrat erteilt den Auftrag zur Direktive 167 und damit zur Erstellung des geheimen Plans. Es ist heute davon auszugehen, dass alle Mitglieder mit dem Inhalt vertraut waren. Sie tragen die politische Verantwortung für dieses gewaltige Planspiel. Die Staatssicherheit entwickelt den ausgefeilten Kriterienkatalog, anhand dessen bestimmt wird, wer in den Vorbeugekomplex aufgenommen wird. Nur wenige Karteikarten mit genauen Eintragungen sind erhalten geblieben. Darunter befindet sich die von Rudolf Kessner, geboren 1950. Schriftsetzer und Stempelmacher in Weimar, einsortiert in KZ 4.1.3. Dort oben ist eine Kamera, das ist natürlich jetzt nicht mehr die alte, aus DDR-Zeiten, das war die einzige Kamera, die es in Weimar gab, meines Wissens nach, die hier auf ein privates Geschäft gerichtet war, um die Überwachung, wer hier rein und raus geht, wirklich total zu machen. Denn direkt gegenüber ist der Eingang zu meinem Laden, früher Stempelrabe, hier in Weimar am Teichplatz. Und hier war also eine von den Stellen in der Stadt, wo also permanent irgendwelche Dinge zu sehen waren, die eben wichtig waren für damals für die Leute, also Informationen. Ja, das war eben praktisch der einzige Ort in der Stadt, wo in so einer offensiven Art und Weise man eben ja, eine Art Litfaßsäule, eine Alternative, wenn man so will, mit allen Konsequenzen. Damit geriet er ins Visier der Staatssicherheit. Ach, Schwerter zu Pflugscharen. Ja, da hat es ja viel Ärger gegeben, wenn man das sichtbar gemacht hat. Das war ja dann praktisch verboten. Aber es stand ja nicht drauf, nieder mit der DDR oder irgend sowas. Ja? Oder irgend sowas, sondern Frieden schaffen ohne Waffen. Ist okay. Das ist offizielle Staatspolitik, ja, wenn man es großzügig auslegt, ja, gewesen. Das hier, ja, so sah das dann aus. Das hat mir mal jemand geschenkt. Wenn also Leute vor dem Laden standen. Das war dann, dass wir tatsächlich konzeptionell gearbeitet haben, um dort also praktisch Aufklärungsarbeit zu leisten rund um den Wehrdienst. Noch später dann, als die Ausreisewelle so richtig einsetzte, aufzuklären über Rechte und auch Pflichten von Leuten, die gesagt haben, wir wollen raus aus der DDR. Denn es gab ja praktisch keine Rechtsberatung. Und Rechtsberatung war auch verboten in der DDR. Das heißt, das war immer so ein ganz schmaler Grat. Aber zumindest hatte ich die Gesetzblätter da. Erich Mielke beschwört die Bedeutung einer genauen Personenerfassung. Die Wirksamkeit unserer gesamten Vorbeugemaßnahmen hängt entscheidend davon ab, dass die richtigen Personen, das heißt, die Personen erfasst sind, von denen die größten Gefahren unter veränderten Lagebedingungen ausgehen können. Eine Aufstellung über neu aufgenommene Personen aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt zeigt beispielhafte Erfassungspraxis. Unterteilt wird in Kunst- und Kulturschaffende, Ausreiseantragsteller, Kirche und politischer Untergrund. Der überwiegende Teil sind Arbeiter,
Dann folgen mit Abstand Intelligenz und sonstige. Angelika Schön, geboren 1959, ist Bauingenieurin und lebt seit 1977 in Weimar. Offensichtlich war das, was wir gemacht haben, als gegen die Sicherheit des Staates gerichtet verstanden worden. Das hatten wir aber ja nicht vor. Ein Feind von bestimmten Sachen in der DDR, ganz gewiss. Aber nicht mit dem Feindimpuls, jetzt nur dagegen zu sein oder etwas gar gewaltsam kaputt zu machen, sondern im Gegenteil, zu entlarven und zu verändern und andere Vorschläge zu machen. Das haben wir oft gemacht. Angelika Schön engagiert sich ab Anfang der 80er Jahre in der Friedenserziehung und im Umweltschutz. Ab Mitte der 80er Jahre wird sie in Kennziffer 4.1.3, später sogar in 4.1.1 erfasst. Wir haben uns als gefährlich betrachtet, weil wir natürlich das DDR-Volksbildungssystem nur ablehnen konnten. Wegen seiner Ideologielastigkeit, wegen seiner Einlinigkeit, was gesellschaftsrelevante Fragen betrifft. Es gab ja nur eine angebliche Philosophie, also eine eindimensionale Engführung von dem, was die als Marxismus-Leninismus betrachtet haben. Und nur aus der Perspektive haben die Gesellschaft gesehen. Und das stimmt natürlich nicht. Ist doch klar. Und wir haben gesagt, nee, so geht das nicht. Wir wollen das anders. Und wir haben damit angefangen, darüber zu diskutieren, miteinander und dann in den Öffentlichkeitszusammenhängen, die uns möglich waren. Das Gebäude des ehemaligen Zentralkomitees der SED. Hier arbeitet ab 1984 Peter Miethe. Im Inneren gab es leider den Zustand, dass wir Opposition als feindliche Tätigkeit begriffen haben. Was ich heute weiß, ist, dass in unserem Demokratieverständnis fand Opposition nicht statt. Fand Opposition eigentlich immer als Gegnerschaft statt. Peter Miethe wird am 3. Oktober 1989 zum letzten Konteradmiral der DDR ernannt. Im Rahmen seiner Tätigkeit in der Abteilung für Sicherheitsfragen erfährt er einige wenige Fakten zum Vorbeugekomplex. Diese Listen gab es. Ich weiß aber, dass sie im Ursprung für den Verteidigungszustand, der nur vom Nationalen Verteidigungsrat hätte ausgerufen werden können, gedacht waren und in den Panzerschränken lagen. Die Direktive 167 bezieht sich auf den Verteidigungsfall, aber auch auf Spannungsperioden. Das ist auch für einen kommunistischen Parteifunktionär, ist das im Grunde genommen zwei Seiten einer Medaille, ob jetzt die Gefahr sozusagen aus dem Lande droht oder ob es eine militärische Bedrohung von außen ist, ist letztendlich kein großer Unterschied. Die Planungen beinhalten bereits namentlich fixierte Festnahmegruppen samt Ausrüstung, Fahrzeugen und Bewaffnung. Auch die Reihenfolge der festzunehmenden Personen steht fest und soll innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Die Festgenommenen sollen zunächst in zeitweilige Isolierungsstützpunkte transportiert werden. Die meisten der dafür vorgesehenen Objekte sind zivile Einrichtungen, wie die Jugendherberge Maxim Gorki in Weimar. Auch Rudolf Kästner und Angelika Schön wären hierher gebracht worden. Innerhalb von 8 Stunden soll die Jugendherberge in ein Isolierungslager umgerüstet werden. Es ist an alles gedacht. Also die Maßnahmen selber waren ja sozusagen geheim. Also es ist sozusagen nur ein ganz kleiner Kreis, der in diese Maßnahmen involviert gewesen ist. Und auch die, die dann sozusagen, wie zum Beispiel so ein Haus, dann hätten unterhalten müssen oder so, wussten nicht die Details über den Rest.
Also die Stasi hat sozusagen ständig Menschen in Kategorien gesteckt, ob sie sie besonders behandeln muss, ob man sozusagen vorbereiten muss für eine Inhaftierung und also sozusagen irgendeinen politischen Prozess oder aus dem Berufsleben herausziehen oder den Bildungsweg kappen. Das war sozusagen ihr Alltag. Und dieser Vorbeugekomplex ist nur sozusagen nebenbei abgefallen in ihrem Alltag. Nach 6 Tagen sollen die Frauen und Männer in ein zentrales Isolierungsobjekt verlegt werden. Diese Lager sollen mindestens 60 Kilometer von der Staatsgrenze und möglichst entfernt zu größeren Ortschaften liegen. Besonders gut eignen sich Burgen. In dem mittelalterlichen Schloss Beichlingen bei Erfurt befindet sich zu DDR-Zeiten eine tiermedizinische Schule. Ab den 70er Jahren wird sie massiv ausgebaut. Fast zeitgleich taucht sie ab 1970 als Isolierungsobjekt auf. Über 270 Personen können hier eingesperrt werden. Rudolf Kessner ist heute das erste Mal hier. Zur Realisierung der Maßnahme der Kennziffer 4.1.3 befehle ich, der Beginn der Aktion Schild ist 24 Stunden nach Beginn abzuschließen. Die Überführung in das Isolierungsobjekt Veterinärmedizinische Fachschule Beichlingen hat in eigener Zuständigkeit zu erfolgen. Die Aktion ist schlagartig und konspirativ durchzuführen. Rudolf Kessner erfährt zum ersten Mal von seinen Unterlagen im Vorbeugekomplex. Transportplan, Zuführung, Kennziffer 4.1 Punkt zum Isolierungsobjekt der KD Weimar. Kennziffer 4.1.1 Punkt im Stadtplan blau gekennzeichnet. Erstens Kessner Rudolf 5300 Weimar, Jahnstraße 8, in Anführungsstrichen Stempelrabe, Teichgasse 12a. Tja, warum ich da an die erste Stelle hier bin, scheinbar war ich besonders gefährlich für die Leute. Vor allen Dingen, es erschließen sich ja einige Namen hier, nicht? Das sind ganz normale Leute gewesen, die einfach, ja, wollten einfach für Veränderung, normale demokratische Veränderung, normal leben, nicht eingemauert sein. Vielleicht 100 Leute hier drin oder noch mehr. Das ist nicht lustig. Aus den Akten der Bezirksverwaltung des MFS Erfurt. Gründe für die Erfassung. K. tritt als Organisator des politischen Untergrundes auf. K. ist bestrebt, unter dem Deckmantel der Kirche oppositionelle Personenkreise zu formieren. K. wird im Verteidigungsfall mit demonstrativen und provokativen Handlungen in Erscheinung treten. Die Isolierungslager sind als Arbeitslager geplant. Der in der KZ 4.1.3 erfasste Kessner Rudolf verstärkte seine feindlich-negative Tätigkeit. Es wird vorgeschlagen, ihn in die KZ 4.1.1 aufzunehmen. Isolierten ist es untersagt, ohne Aufsicht die Sicherheitszone zu betreten, das Objekt ohne schriftliche Genehmigung des Leiters der Einrichtung zu verlassen. Ah, jetzt kommt's. Isolierte werden mit den geltenden Schusswaffengebrauchsbestimmungen vertraut gemacht. Bei der Unterbringung von beiden Ehepartnern sind unverzüglich Maßnahmen zur Betreuung von vorhandenen Kindern einzuleiten. Es sind zuverlässige, inoffizielle Mitarbeiter im Isolierungsobjekt zum Einsatz zu bringen. Wir haben das ja irgendwo auch gewusst, aber wenn man das dann hier so liest, das ist alles nicht lustig, nicht? Nein, ist nicht lustig. Und dann sitzt man dann hier unten, oder steht man hier in so einem fürchterlichen Keller. Tja. Naja, die Gefahr, man hat sie geahnt irgendwo.
Habe ich das meiner Frau dann erzählt? Heute, da erzähle ich lieber nichts. Zur Durchführung des Plans ist über die gesamte DDR ein engmaschiges logistisches Netz geknüpft worden. Nahezu alle Hauptabteilungen des MFS und auch Teile der Volkspolizei sind darin eingebunden. Keiner der ehemaligen Mitarbeiter des MFS ließ sich zum Vorbeugekomplex befragen. Bis heute scheint die Mauer des Schweigens ungebrochen. Das erste Mal, wo ich verhaftet wurde, war 1987 im Herbst. Das war, als die Umweltbibliothek überfallen worden ist in Berlin. Und da sind im ganzen Land Leute zugeführt worden, also ohne Ermittlungsverfahren eröffnet zu bekommen, verhaftet worden, stundenlang. Ne? Und ab da war klar, so, jetzt bist du im Visier. Ja, weiß nicht, wovor die Angst hatten. Bei allem Möglichen wahrscheinlich, aber das hatte mit uns nichts zu tun, sondern mit ihren eigenen Ängsten. Ja. Für die vorgesehenen Verhaftungen und Isolierungen gibt es auch in der DDR keinerlei juristische Basis. Staatsanwaltliche Ermittlungen finden nicht statt. Oft reichen schon Verdachtsmomente oder Denunzierungen aus, um im Vorbeugekomplex geführt zu werden. Angelika Schön besucht die ehemalige Untersuchungshaftanstalt des MFS in Erfurt, in die sie bei Aktivierung des Plans gebracht worden wäre. Heute ist es eine Gedenkstätte. Aus der Akte des MFS. Gründe für die Erfassung. Durch die S werden Bestrebungen unternommen, in Weimar oppositionelle Kräfte unter der Bezeichnung Dennstedter Friedenskreis zu sammeln. Aufgrund ihrer feindlich-negativen Einstellung zur Friedens- und Umweltschutzpolitik unserer Partei und Staatsführung ist im Verteidigungsfall mit Demonstrativhandlungen zu rechnen. Auch Angelika Schön sieht die Erfassungsunterlagen der Staatssicherheit zum ersten Mal. Die Erfassungspraxis im gesamten spezifisch-operativen Vorbeugungskomplex trägt zutiefst politisch-operativen Charakter und ist auf eine vorbeugende und damit schlagartige Verhinderung der Entfaltung feindlich-negativer Kräfte gerichtet. Das trifft besonders auf solche Personen zu, die mit feindlicher Zielstellung den organisierten Zusammenschluss von feindlich gesinnten Personen betreiben bzw. anstreben. Und die innerhalb einer sogenannten staatlich unabhängigen Friedensbewegung unter demagogischer Tarnung wie der Wahrung der Menschenrechte, des Umweltschutzes, massive Aktivitäten entwickeln. Ja, und jetzt kommt hier eine Liste, wen das alles betrifft. Den Rudolf und die Ulrike und den Olaf und mich. Und die Ramona und den Erich Kranz. Schön Angelika, Weimar, Henzstraße 16, Mietshaus. Klingel an der Haustür, ja. An der Wohnungstür, ja. Aha. Weitere Ausgänge, Hofausgang, ja, sehr richtig. Über den Garten konnte man auch weg, wenn man wollte. Es ist ein unheimlicher, ein perfekter Plan. An jedes Detail ist gedacht. Aber eines fällt auf. Es ist nirgends festgelegt, wie lange es diese Lager geben soll, beziehungsweise wie und wann man die Menschen wieder entlassen will. Das gibt zu denken. Dass Massenverhaftungen in der DDR nicht nur Planspiele waren, zeigte sich im Sommer 1973 bei den Weltfestspielen der Jugend in Ost-Berlin. Im Vorfeld der Großveranstaltung werden in der ganzen Republik über 2000 Personen festgenommen. Über 2000 Jugendliche in Jugendwerkhöfe eingeliefert und über 20.000 durch Gespräche eingeschüchtert. Die Umsetzung des Vorbeugekomplexes wird von der Stasi regelmäßig geprobt. Dabei werden auch Probleme sichtbar. So meldet zum Beispiel die Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt,
dass sie mit vorhandenem Personal und Fahrzeugen 9 bis 12 Tage für die Festnahmen brauchen, anstatt der vorgeschriebenen 24 Stunden. Durch die Übungsszenarien wird auch deutlich, was man unter Spannungsfall versteht. Verteilen von Hetzschriften, Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen. Wie aus einem großen Planspiel schnell bittere Realität werden kann, zeigt die Ausrufung des Kriegsrechts zur Zerschlagung der Solidarność-Bewegung in Polen im Dezember 1981. Zuerst einmal wurde geplant, ungefähr 13.000 Personen festzunehmen. Die Zahl war enorm, auch deswegen, weil wenn man solche Menschenmenge festnehmen möchte, dann muss man einfach Platz haben. In den ersten 24 Stunden nach der Einführung des Kriegsrechts wurden 3.000 Personen festgenommen und bis Ende 1982 insgesamt 10.000 Personen festgenommen. Man brauchte Sprit, technische Geräte, Munition, Handschellen auch, aber auch Unterwäsche. Das Ganze kommt aus der DDR und man musste etwas anbieten. Das Ministerium für Staatssicherheit darf im Gegenzug mit Agenten vor Ort das Geschehen beobachten. Sie sammelt dabei wichtige Erkenntnisse für ihre eigenen Planungen. Also im Jahr 81 war schon zu spät, um Tests dieser Art durchzuführen. Wir hatten doch Ungarnaufstand im Jahr 1956. Wir haben die Ereignisse in der Tschechoslowakei im Jahr 1968. Und beide wurden beendet eigentlich mit der externen Intervention. Ja. Und Polen hat gezeigt, dass man alleine mit Kontrrevolution kämpfen kann. Ja. Das war die Hauptmitteilung an alle osteuropäischen Staaten. Aber nach wie vor ist diese Mitteilung mit einer anderen verbunden, nämlich mit der, dass die Umstände, die in Osteuropa damals herrschten, eigentlich langfristig kaum zu halten sind. Auch in der DDR formiert sich zunehmend eine starke Oppositionsbewegung. Wie wird man darauf in der SED-Führung reagieren? Bei einer Revolution ist nur etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen versteht, leninsche Grundsätze und solche theoretischen Überlegungen waren im Kopf. Und deshalb war das in Frage zu stellen, zumindest über ganz, ganz, ganz lange Zeiten, bis es zu spät war eigentlich, daran war nicht zu denken. Während in der SED noch das tradierte Feindbild gepflegt wird, gewinnt die Opposition immer mehr Anhänger und wird mutiger. Öffentlichkeitswirksam wurde das Ganze mit der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration im Januar 1988. Da hatte das Sekretariat der Bezirksleitung einen ganzen Maßnahmeplan von Gegenmaßnahmen. Die Parteimitglieder, sprich Bezirksparteischule, war mobilisiert, um dort an den Stellorten die Losungen nach Möglichkeit zu entfernen oder abzudecken und keine großen Diskussionen zuzulassen und so weiter und so fort. Viele solche verschiedene Oppositionsgruppen und Strömungen waren eigentlich der Signal auf das, was bei uns im Argen lag, wo es Handlungsbedarf gab und die Partei darauf kaum reagierte. Das Wahllokal 19 des Wahlkreises 2 in Berlin-Pankow. Hier wählten am frühen Vormittag der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Willy Honecker.
Die akute Zuspitzung der Lage für die Staatsführung der DDR beginnt mit der Kommunalwahl im Mai 1989. Für die Wahlvorschläge der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik wurden 12.182.050 gültige Stimmen abgegeben. Das sind 98,85%. Erstmals gelingt es Bürgerrechtlern, Wahlfälschungen zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Die Staatssicherheit arbeitet auf Hochtouren. Man ist sich der bedrohlichen Situation durchaus bewusst. Auf einer Dienstbesprechung im Sommer 1989 in Ost-Berlin fragt Erich Mielke: Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Oberst Dieter Dangries antwortet: Der ist morgen nicht. Der wird nicht stattfinden. Dafür sind wir ja auch da. Und dann kam im Juni eben die Situation, dass in China eine bekanntermaßen Studenten sich auf dem Platz des himmlischen Friedens niedergelassen hatten und für Reformen in China demonstrierten. Und in gewisser Hinsicht bekam die SED noch mal vorgeführt, was es eigentlich bedeutet, mit Waffengewalt, in diesem Falle ganz handgreiflich mit Schusswaffen, mit Panzern, gegen eine demonstrierende Menge vorzugehen. Bei der Niederschlagung von Studentenprotesten in Peking sterben im Juni 1989 mehrere hundert Menschen. Egon Krenz reist im September öffentlichkeitswirksam nach China und gratuliert der kommunistischen Führung. Dass in Peking etwas getan worden ist, um Ordnung wiederherzustellen. Auch in der DDR will man hart bleiben. Noch am 22. September ruft Erich Honecker die ersten Sekretäre der Bezirksleitungen der SED auf, die Organisatoren der konterrevolutionären Tätigkeit zu isolieren. Werden jetzt die Vorbeugemaßnahmen zur Anwendung kommen? Wenn man die, sozusagen die Weisungslage zum Vorbeugekomplex sich anschaut, dann ist dort ja immer von einem Kriegszustand oder einer Spannungsperiode die Rede. Die Spannungsperiode ist, wenn man sie eng definiert, eine einem unmittelbaren Kriegsausbruch vorgelagerte Situation, die sich in der Regel außerhalb des Landes abspielt. Das heißt, formal ist es eigentlich nicht für innenpolitische Krisensituationen vorgesehen gewesen. Es gibt allerdings aus dem Herbst 1989 eine ausdrückliche, auch schriftliche Anweisung, in der dezidiert geregelt ist, dass die Maßnahmen des Vorbeugekomplexes auch zur Lösung innenpolitischer Krisensituationen angewiesen werden können. Anfang Oktober 1989 eskaliert für die SED die Lage weiter. Die Parteiführung hat beschlossen, Züge mit den Flüchtlingen aus der Prager Botschaft durch die DDR in den Westen fahren zu lassen. Am Abend des 4. Oktober kommt es daraufhin auf den Dresdner Hauptbahnhof zu schweren Ausschreitungen. Erich Honecker setzt in Dresden, Leipzig und Ost-Berlin Bezirkseinsatzleitungen ein, um schneller reagieren zu können. Mit Gewalt und Massenverhaftungen versuchen sie wieder Herr der Lage zu werden. Nun werden auch Teile der Nationalen Volksarmee und Kampfgruppen der DDR angefordert und kommen gegen die eigene Bevölkerung zum Einsatz. Ein Konzept für die Gestaltung der Gesellschaft in dieser Entwicklungsphase hatte bei uns niemand. Und erst recht hatte niemand bei uns eine Idee, wie mit dieser Masse, die aufgewachsen war, dann an oppositionellen Kräften umzugehen war. Also wir waren zum Teil, gerade die führenden Kräfte, ich sag mal so, die Spitzenfunktionäre, waren zum Teil gar nicht in der Lage, im offenen Dialog von mir aus, wie wir es dann in der Endphase versucht haben oder viel zu spät, aber natürlich dann schon nicht mehr wirksam, in der Endphase sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit Massen von Menschen oder mit einzelnen Menschen frei, ohne vom Blatt zu lesen, sozusagen zu argumentieren, zu kommunizieren. Das muss man alles in Betracht ziehen. Das war schwierig und war in unserem Gesellschaftskonzept, so wie es zu dieser Zeit existierte, nicht vorgesehen.
Die Staatssicherheit versucht eiligst, alle Anhänger der neuen Bürgerrechtsbewegungen zu erfassen. Allein in Leipzig werden in diesen Oktobertagen 122 Personen in den Vorbeugekomplex neu aufgenommen. Als Gründe werden unter anderem angegeben, Verteiler von Hetzblättern und Demo beantragt. Steht die Umsetzung von Honeckers unheimlichem Plan unmittelbar bevor? An dem Abend hatten Leute, die draußen beim Rauchen spazieren gegangen waren, rausgekriegt, wo die Wasserwerfer standen und wo Einsatzgruppen standen. Also es war spitz auf Knopf. Und wir wollten, dass alle friedlich bleiben. Und da habe ich dieses Gedicht gelesen, Angst. Man muss Angst haben, dass die Angst der einen schon heute dazu beiträgt, dass die anderen noch mehr Gründe haben zur Angst. Am 40. Jahrestag der Republik versammeln sich erstmals tausende Demonstranten auf den Straßen Ostberlins. Am 7. Oktober, wo es auf den Alex und dann in der anschließenden Demonstration wirklich brodelte, saß das Bezirkssekretariat mit einer Ausnahme, die war ich, und die ersten Kreissekretäre im Palast beim Empfang des ZK und des Staatsrates. Bei mir klingelte ununterbrochen das Telefon von allen Seiten der Sicherheit und von der Polizei, weil sie informierten mich immer nur über den Fortgang. Ja, ich hatte keine Kräfte mehr, überhaupt die Partei in irgendetwas mobil zu machen, weil alles feierte. Viele haben hinterher gesagt, es war eine Stimmung wie auf der Titanic. Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Die Demonstrationen werden auch an diesem Abend mit großer Härte niedergeschlagen. Dennoch kann sich die DDR-Staatsführung unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine Aktivierung des gesamten Vorbeugekomplexes nicht erlauben. In den ersten Oktobertagen werden DDR-weit über 3.300 Menschen verhaftet. Die für die Massenverhaftung genutzten Objekte stammen zum großen Teil aus der Vorbeugekomplexplanung. Nach diesem 7. Oktober kommt man am 8. Oktober in Berlin zentral zusammen und überlegt, was am 9. in Leipzig passieren soll. Auf Weisung Honeckers schickt Mielke ein Fernschreiben der höchsten Dringlichkeitsstufe an alle Diensteinheiten. Er befiehlt das ständige Tragen von Waffen und die sofortige Neubewertung der operativen Überwachungsvorgänge. Es sind Maßnahmen festzulegen, um kurzfristig Festnahmen dieser Personen realisieren zu können. Das bedeutet nichts anderes als die erste Stufe für das Anlaufen des Plans. Hier für Leipzig gibt es entsprechende Unterlagen, wie diese Weisung aus Berlin in einer zentralen Dienstkonferenz beim Leipziger Bezirkschef weitergegeben worden ist, und die Mitschriften aus dieser Dienstberatung und die Mitschriften aus der Dienstberatung in der für die Isolierungslager zuständigen Arbeitsgruppe des Leiters verwenden dann ganz dezidiert die Formulierung Listen gemäß Kennziffer 411 und 413 ohne entsprechende Weisung vorbereiten bis 6 Uhr am Morgen des 9. Oktober. Es kommen in Leipzig über 70.000 Demonstranten zur Montagsdemo friedlich zusammen. Die Sicherheitsorgane und die SED sind machtlos. Wenn es am 9. Oktober
wesentlich weniger Menschen gewesen wären, die auf die Straße gegangen wären. Wenn es nicht friedlich geblieben wäre, dann wäre der 9. Oktober genau der Tag gewesen, an dem aus Sicht der SED die Entscheidung herbeigeführt hätte werden sollen, diese friedliche Revolution blutig niederzuschlagen. Und dann wären mit Sicherheit in der Folge auch diese Isolierungslagerplanungen in Kraft gesetzt worden. Auch der Staatsführung wird nun klar, dass eine Realisierung ihres Plans unmöglich ist. Aber dennoch motiviert Erich Mielke seine Leute noch am 21. Oktober weiterzumachen. Mit Blick auf die täglichen Demonstrationen sagt er: Das hinterlässt doch bestimmte Wirkungen. Zumal wir aus den bekannten Gründen zurückhaltend darauf reagieren. Nicht so antworten, wie es diese Kräfte eigentlich verdienen. Deshalb ist es so wichtig, dass alles unternommen wird, alle mit solchen Handlungen auftretenden Personen zu erkennen, sie sorgfältig zu erfassen und das zugriffsbereit zu halten. Was auf uns zukommt, war im Nachhinein eigentlich absehbar. Aber ich will auch ganz offen sagen, ich halte das auch damals noch für irgendwie beherrschbar. Also ein solches Ende, wie wir es dann genommen haben, habe ich bis zum Ende nicht geglaubt. Selbst als die Mauer bereits gefallen ist, erfasst die MFS-Kreisdienststelle Eberswalde noch Mitglieder des neuen Forum im Vorbeugekomplex. Aber nicht nur die große Anzahl von friedlichen Demonstranten macht die Realisierung des Vorbeugekomplex unmöglich. Anders als in Polen steht die Sowjetunion 1989 nicht mehr hinter der SED. Am 27. November 1989 wird die vollständige und ausnahmslose Vernichtung aller Dokumente angeordnet. »1992 nimmt im Sächsischen Landtag der einzige Untersuchungsausschuss zum Vorbeugekomplex seine Arbeit auf. Über 60 führende Mitglieder von SED und Staatssicherheit werden vorgeladen. Darunter Egon Krenz, Fritz Strelitz und Hans Modrow. Der damals junge Abgeordnete Michael Arnold war maßgeblich am Untersuchungsausschuss beteiligt. Das war ein großer Anteil unserer Arbeitszeit, diese Unterlagen zu sichern, damit im Prinzip keine Schuld vergessen werde und dass Verantwortliche sich der eigentlichen Verantwortung entziehen konnten. War also ein sehr mühsamer Prozess, weil ihr Erinnerungsvermögen innerhalb kurzer Zeit sehr stark gelitten hat. Das heißt also, wenn man nicht ihn persönlich nachweisen konnte, auf dem Papier mit Unterschrift, dass sie davon Kenntnis haben mussten, dann haben sie in aller Regel gesagt, sie können sich nicht daran erinnern und sie hatten keinerlei Kenntnis. Keiner der befragten hochrangigen Verantwortlichen zeigt eine Spur von Unrechtsbewusstsein. Juristisch wurde für den perfiden Plan niemand zur Verantwortung gezogen. Es ist ein Glücksumstand der Geschichte, dass der Plan nicht zur Anwendung kam. Dennoch, die erfassten Menschen wurden über viele Jahre hinweg vom MFS überwacht, bespitzelt, drangsaliert. Der Plan war einzig und allein gegen die eigene Bevölkerung gerichtet. Für die Erhaltung seiner Macht war dem Staat offenbar kein Preis zu hoch. Die alten Pläne wurden mit dem Lauf der Geschichte obsolet. Ihr Geist benebelt manchen Machthaber bis heute. In vielen Ländern der Welt.